Seit rund anderthalb Jahren ist das ehemalige Volksbankgebäude leer gestanden. Das wird sich jetzt ändern. Die Initiantengruppe Unternehmen Mitte, die sich bisher für die Villa Epoch engagiert hat, will neues Leben in die alte Volksbank bringen und sie in einen kulturell-sozialen Begegnungsort umwandeln. Der Anfang dazu soll nach Abschluss der Bauarbeiten die neue Bar Fumare Non Fumare bilden. Besonders an dieser Bar sei ihre Gestaltung. Sie werden in zwei Teile sein, klar abgrenzt in einen Raucher oder eben Fumare und ein Nichtraucherteil richtig Non Fumare. So wird sich die neue Lokalität deutlich von anderen unterscheiden. Wie sind auf die Idee gekommen? Ganz einfach, dass das ein Bedürfnis ist, das man im Alltag hat. Ich kenne viele Leute, die nicht mehr wollen, am Morgen Kaffee trinken und dort neben einem stehen, wo irgendwie seine Sesh raucht. Und ich glaube, es gibt auch Leute, immer mehr Leute, das finde ich auch gut. Ich selber bin zwar Raucher, aber ich schätze auch Nichtraucher, die am Abend nicht in eine Bar gehen wollen und dann sind die ganzen Kleider stinken nach Rauch. Bewirtet wird die Bar von Louis Blattmann. Als professioneller Gastronom schaut er sich mit diesem Projekt ein bisschen als Aussteiger an. Die Leute, die hier mitarbeiten, habe ich eigentlich gut kennenzulernen. Und die Chemie hat von Anfang an gestimmt. Und drittens natürlich hat mich das Konzept überzeugt. Insbesondere auch der italienische Touch, meine Liebe zum Produkt, zum Wein, Antipasti. Und vor allem auch die konzeptionelle Überlegung von diesen zwei Lokalitäten. Weil es in Basel aber doch schon einige Bars und Cafés gibt, stellt sich die Frage, ob es jetzt wirklich auch noch ein Fumare, Non-Fumare braucht. Ja, die Frage ist mir auch schon gestellt worden. Die Antwort ist eigentlich einfach. Es ist so, dass wir ja durch die konzeptionelle Anlegung haben wir zwei Lokalteile. Eins ist, wie der Name sagt, Fumare. Da sind wir jetzt drin. Und das andere ist das Non-Fumare, das Nichtraucher ist. Und das ist mal sicher in der Anlegung ist das einzigartig. Für rund 10 Millionen hat Credit Suisse ihr Gebäude letzten Herbst an die Stiftung Eddy Marion verkauft. Sie stellt Räumlichkeiten jetzt der Initiantengruppe Unternehmen Mitte zur Verfügung, das auf Basis von Selbstkostendeckung. Wir haben natürlich jetzt einen Baukredit gebraucht und einen Anfangsbetriebskredit. Und das haben wir können finanzieren mit der Freien Gemeinschaftsbank. Und zwar über eine ganz ungewöhnliche Art von Kredit, und zwar mit Solidarbürgschaften. Es gibt also 125 Leute, die sich in diesen zwei, drei Monaten haben jetzt bereit erklärt, für uns, für je 2000 Franken zu bürgen. Schon das macht es auch wieder einmalig. Die übrigen Räume vom alten Bankgebäude sollen im Verlauf des ersten Betriebsjahres sukzessiv weitervermietet werden. Wir haben zahlreiche Bewerbungen im Bereich Architektur, Gesundheit, Ernährung. Dann haben wir eine interessante Bewerbung im Bereich Literatur, sehr viele auch kleine. Wir haben eine erste Vorauswahl gemacht im Januar und sind jetzt mitten in Vertragsverhandlungen mit denen, die grössere Teile würden mieten. Noch sind Bauarbeiten für das Fumare Non-Fumare in vollem Gang. Für die morgige Eröffnung hat Louis Blattmann ganz eigene Erwartungen. Dass wir im Seich sind. Ja, es ist so, also wir erwarten eigentlich, dass wir aufgrund von der Resonanz und von der Echos, die wir gehört haben jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen, dass wir doch einen regen Zulauf werden haben. Bis dahin gibt es aber für alle Beteiligten noch einen Haufen zu tun. Morgen oben um 5 Uhr soll die offizielle Eröffnung stattfinden.